Die Kurstadt Baden bei Wien präsentiert sich heute fast so wie zu Zeiten der Habsburger, die sie als Sommerresidenz prachtvoll ausbauten. Wo schon die Römer die warmen Schwefelquellen zur körperlichen und geistigen Regeneration nutzten, erholen sich heute die Gäste unter Europas größtem freihängendem Glasdach. Im historischen Frauenbad der Stadt befindet sich heute das Arnulf-Rainer-Museum. Der in Baden geborene Künstler hat sich seit den 50er Jahren auch international einen Namen als Übermalungskünstler von eigenen und fremden Bildern gemacht. Die ehemaligen Umkleiden des Bades und die verschiedenen Bäderabteilungen bieten den Werken von Arnulf Rainer einen einzigartigen Rahmen. Das Museum beweist, dass sich zeitgenössische Kunst perfekt in historischen Bauten ausstellen lässt. Vor den Toren der Millionenstadt Wien hat sich Baden seinen individuellen Charme bewahrt und zeigt seine geschichtsträchtigen Bauten immer frisch herausgeputzt. Die Stadt, die im Bundesland Niederösterreich liegt, wird gern als Kaiser- oder Biedermeierstadt bezeichnet. Die Kaiser haben hier gekurt und eben auch Ludwig van Beethoven, der in diesem unscheinbaren Haus zudem große Teile seiner 9. Sinfonie komponiert hat. Gut betuchte Kurgäste dieser Zeit gönnten sich solch komfortable Sommerresidenzen und flanierten durch die bis heute liebevoll gepflegten Rosengärten der Stadt. Über 900 Sorten stehen dort im Sommer in Blüte. Vor den Toren Badens liegt der Wiener Wald und dessen sonnenbeschienene Ausläufer werden seit 2000 Jahren als Rebland genutzt. Die Römer bauten nicht nur die Thermalbäder der Region, sondern sie brachten auch ihre guten Weinstöcke aus Italien mit. Zweimal im Jahr laden die Winzer der Region auf ihre Genussmeile mit der längsten Schank der Welt ein. Eröffnet werden die feuchtfröhlichen Tage mit dem traditionellen Gebirgsaufschießen. Früher wurde damit die Bewachung der Weingärten vor Traubendieben beendet und die Weinlese offiziell eröffnet. Besucher können von einem Ausschank zum nächsten flanieren, das Spätsommerwetter und die guten Tropfen von über 80 Winzern genießen. Wer in der Mittagszeit noch nicht sofort mit einer Weinprobe beginnen möchte, kann sich auch mit alkoholfreien guten Tropfen erfrischen. Und die für die Region typischen belegten Brote probieren. Anschließend wieder genusswandern durch die Weingärten zwischen Mödling und Bad Vöslau. Und dann bei den Winzern der Region endgültig auf den Geschmack gebracht werden. Lauterberg ist ja einer unserer bekanntesten Weine. Das ist jetzt der 2013er Top-Jahrgang. Das ist 2016 jetzt Landessieger geworden. Der Wohlfühlfaktor steigt minütlich. Und die Bereitschaft zur nächsten kleinen Rast genauso. Genussmeile macht einfach die Meile aus. Ja. Hier gehe ich von Stand zu Stand, bewege mich ein bisschen bei dem tollen Wetter heute, traumhafter Sonnenschein. Ja. Bei dem einen Stand gibt es ein bisschen was zum Essen, beim anderen Stand gibt es einen guten Wein. Herrlich. Was mich auch fasziniert, diese vielen Menschen, die sich hier bewegen. Also die Großstadt Wien liegt vor der Haustür. Die Leute kommen hier in Scharen und einmal mal was anderes erleben und abzuschalten. Trotzdem ist es familiär, ist es wirklich ansprechend, es ist nicht zu voll. Man kann hier wandern, man trifft Freunde, man setzt sich nieder auf ein Achterl und es ist einfach das Leben. Zum Abschied noch ein Steckerlfisch auf die Hand und dann geht's zurück nach Baden, wo der Sommerabend ja noch lange nicht enden muss.